Hallihallo, ihr Lieben. Kennt ihr das? Ihr erreicht ein Ziel oder irgendetwas, was ihr euch vorgenommen habt und plötzlich seid ihr irgendwie überhaupt nicht zufrieden oder glücklich? Und das kann zwei Gründe haben. Erster Grund, und den haben wir eigentlich schon in anderen Folgen mal abgefrühstückt, ihr hattet nicht die richtigen Ziele, es waren nicht die richtigen Dinge, die ihr euch vorgenommen habt. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum das passieren kann. Und das ist, weil ihr von vornherein erwartet habt, dass dieses Ereignis eintrifft. Und damit herzlich willkommen zu Highway to Helka. Wir haben heute eine psychologische Folge oder so ein bisschen so eine Folge zum Thema Mindset wieder mal. Und zwar geht es grundsätzlich darum, warum Erwartungen alles kaputt machen. Und ich übertreibe damit nicht. Erwartungen können dazu führen, dass ihr ein verbittertes und unzufriedenes Leben führt. Warum? Und damit gehen wir mal so ein bisschen jetzt in das Thema rein. Also, es gibt eine Falle im Leben, nämlich die, dass man, wenn man sich zum Beispiel ein Ziel setzt, oder sagen wir mal anders, ihr macht zum Beispiel eine Buchung in einem Hotel oder ihr bucht einen Urlaub. Und ja, jetzt sagt ihr, okay, dann freut man sich die ganze Zeit da drauf und man erwartet eigentlich, dass der Urlaub perfekt wird. Und das ist ein riesen Fehler, weil wenn ihr das von vornherein erwartet, dann kann eigentlich nur eine Sache von zweien eintreffen. Entweder es wird so schön, wie ihr es euch vorstellt, oder es wird eben nicht so schön, wie ihr es euch vorstellt und dann seid ihr enttäuscht. Und das ist eben diese Falle von sogenannten eingepreisten Events. Wenn ihr von vornherein schon einpreist in eure Erwartungen, dass das Ganze großartig werden muss, und das geht nicht nur mit Hotels, das geht mit, wenn ihr essen geht, das geht mit Zielen, die ihr euch vornehmt, das geht mit Dingen, die ihr von anderen Menschen vor allem erwartet. Das ist eigentlich noch das viel, viel größere Thema. Ihr erwartet jetzt zum Beispiel, sag mal, du bist jetzt, du hast ein Kind und du erwartest jetzt einfach, dass dieses Kind eine 1 schreibt oder dass es ein Abitur mit 1,2 macht oder dass es eure Dinge befolgt, die ihr sagt. So, im besten Fall trifft es ein und im schlechtesten Fall trifft es nicht ein. So, jetzt werdet ihr sagen, ja, aber Stefan, ich muss doch irgendwas erwarten. Wenn ich jetzt völlig erwartungslos in irgendeine Situation reingehe und mir auch keine Ziele mehr setze, dann erreiche ich doch gar nichts. Du erzählst doch immer genau das Gegenteil. Und genau, da haben wir unseren kleinen Konflikt, aber der ist lösbar. Und man muss jetzt so ein bisschen in diese Richtung gehen, mir steht das zu versus ich gebe mein Bestes und ich akzeptiere aber das Ergebnis. Ja, das heißt, es gibt natürlich einmal Erwartungen, wo man passiv ist. Das heißt, man erwartet etwas von anderen Menschen. Und es gibt Erwartungen, wo man aktiv wird. Ja, zum Beispiel, ich trainiere jetzt für ein Event und ich erwarte die und die Leistung. Versus, ich trainiere für ein Event und gebe mein Bestes und ich akzeptiere die Leistung, die ich bei meinen 100% erreichen werde. Und das sind zwei völlig andere Mindsets. Das erste führt zu potenzieller Enttäuschung. Und das zweite führt zu potenzieller Euphorie oder zu Glückseligkeit, wenn du es erreichst. Oder eben zumindest nicht zu totaler Enttäuschung, wenn du vielleicht nicht das Ergebnis erreichst, was vielleicht drin gewesen wäre. Weil du einfach sagst, ich habe 100% gegeben und ich akzeptiere das Ergebnis meiner 100% Leistung. Und das steht aber auch nicht in Kontradiktion zu Zielen. Das heißt, du darfst dir natürlich trotzdem Ziele setzen und du solltest auch alles versuchen, sie zu erreichen. Aber du musst in dieses Mindset kommen, dass du alles dafür gibst, die Ziele zu erreichen, aber das Ergebnis akzeptierst, was dann mit deinen Bemühungen einhergeht. Ja? Das heißt nicht, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt mein neuer Standard, wenn du es nicht erreichst, das Ziel. Es soll nur heißen, dass du mit dir selber nicht unzufrieden bist und dass du jetzt nicht in eine Negativspirale abgleitest, in der du verbittert wirst. Weil das ist genau das, was passiert. Und wenn du mal schaust, zum Beispiel du hast jetzt diesen Urlaub und du erwartest erstmal nichts, dann kannst du wirklich echte Freude empfinden, wenn der Urlaub gut wird. Ansonsten wirst du immer nur sagen, ja okay, meine Erwartungen wurden jetzt halt erfüllt. Meine Erwartungen sind jetzt halt gerade so, ja, ich habe was Großartiges erwartet, es wurde Großartiges geliefert, das ist okay. So, und das ist auch das, was viele Menschen eben haben. Es gibt so Menschen, die sind niemals zufrieden, niemals glücklich. Das sind genau die, die immer von der Welt erwarten, dass alles perfekt läuft. Ich kenne mehrere Menschen in meinem Leben, die so denken. Und du darfst auf keinen Fall in diese Falle geraten, weil das führt echt zu einer negativen Grundhaltung, weil du ja so oft enttäuscht wirst. Und dann denkst du, ach Mensch, die Welt enttäuscht mich die ganze Zeit, die Menschen enttäuschen mich die ganze Zeit. Nein, es liegt an deiner Erwartung an diese Menschen, an die Welt. Ob du enttäuscht bist oder nicht. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Aber wie enttäuscht du bist, bestimmst du selber anhand deiner Erwartungen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
ist eine relativ kurze Folge, aber ich glaube, dass ich das in den paar Minuten versucht habe, so konkret wie möglich auf den Punkt zu bringen, dass es viel, viel besser ist, Dinge zu erhoffen. Ja, hohe Ziele setzen, erhoffen, dass man sie erreicht, alles dafür geben, 100% und dann mit der Leistung, die man abliefert, mit dem Ergebnis, mit dem, was man von anderen zurückbekommt, mit dem, was man selber beeinflussen konnte, wirklich zufrieden sein und dann die nächste Messlatte wieder höher setzen, aber gleichzeitig auch diese Dankbarkeit in sein Leben lassen und sagen, okay, ich bin dankbar für das, was ich habe, ich bin dankbar für das, was ich erreicht habe und auch wenn die Ziele vielleicht waren, ich schaffe ein Wachstum von 88% in diesem Jahr und es werden dann nur 73, da dann wirklich ganz bewusst nicht enttäuscht zu sein, sondern zu sagen, hey, wenn ich mir dieses Ziel mit 88% nicht gesetzt hätte, dann hätte ich vielleicht nur 30% anstatt dieser 70 erreicht. Und mit diesem Mindset durch die Welt zu gehen, führt zu sehr vielen positiven Dingen, zum sehr positiven Mindset. Und das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben wollte. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie seht ihr das Thema? Sollte man die Dinge doch erwarten vielleicht? Ist es für dich persönlich total positiv gewesen in den letzten Jahren? Oder wann warst du denn eigentlich am enttäuschtesten? Denk mal an die Momente. Wo hast du die herbsten Enttäuschungen erfahren? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau die Momente waren, wo du das meiste erwartet hast. Ja, das sind diese Partys, ja, wo man gesagt hat, das wird die Party des Jahrhunderts. Waren das dann die Partys des Jahrhunderts oder waren die Partys, wo du gesagt hast, boah, ich erwarte jetzt erstmal nichts, die geilsten Partys? Ich glaube, du kennst die Antwort, aber schreib sie doch mal unten in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Folge. Liebe Grüße und bis bald.